Herzlich willkommen beim Newsletter 158, in dem wir Sie ganz herzlich zur Kinokomödienabend am kommenden Samstag um 18.30 Uhr einladen möchten. Regisseur Michael Rösel wird aus dem Nähkästchen plaudern und alle Fragen beantworten. Wir genießen bei Popcorn, dem Bratwürsten vom Schwabhof und feinem Wein die professionelle Kinotechnik vom Lichtspielverein Hersbruck auf großer Leinwand. Ihre Anmeldung wird uns den Bratwurstkauf sehr erleichtern, aber Sie sind auch spontan willkommen und bringen Sie gerne Freunde mit. Wir haben genug Platz und Stühle. Am Sonntag darauf um 11 Uhr ist das Werkstatt- und Künstlergespräch mit Karin Plankhauter und Andreas Hauter über ihre Zeichnung von und seine Skulpturen aus Holz. Extra für unsere Ausstellung hat Andreas sogar Schreinerinnen in Holz porträtiert. Wir freuen uns über viele Gäste, die an Kunst und Handwerk interessiert sind. Übrigens herrscht bei uns selbst bei Rekordtemperaturen ein angenehmes Klima, weil wir die Arbeit unserer Mitarbeiter und ihren Besuch in der Ausstellung mit der neuen Klimaanlage erleichtern können. Natürlich CO2-neutral mit unserem selbst erzeugten Strom aus der großen Photovoltaikanlage. Wir zeigen an zwei Beispielen, wie man auch in kleine Küchen, wie zum Beispiel im Reihenhaus, Kochinseln unterbringen kann. Wenn auch nicht freistehend, dann halt als Halbinsel, aber auch die Viertelkochinsel macht aus der alten U-Form, wo sich immer alle im Weg stehen, eine zum gemeinsamen Kochen und Sitzen einladende Wohlfühlküche. Auf einer Tagung in Österreich haben wir gemeinsam mit Händlern und den Inhabern von ProNatura die Zukunft der Bettsysteme für das Jahr 2030 erarbeitet. Aber heute schon können Sie die Sonderpreise für Bettsysteme, Kissen und Zudecken anlässlich unserer Werkstatttage nutzen. Warum Ute Danzer nachmitternächtlich in der Hotellobby schläft, erzählen wir im Blogbeitrag dazu. Für den neuen Relax-Sessel Daydreamer von Jori müssen wir hier eine Richtigstellung veröffentlichen. Entgegen anderslautender Fake News ist er auch zum abendlichen und sogar zum nächtlichen Träumen geeignet. Am Tag der offenen Gesellschaft haben wir mal wieder mit Gästen gemeinsam gekocht. Wenn Sie selbst auf diesem Weg mal die Vorteile unserer Massivholzküchen kennenlernen möchten, dann laden wir Sie gerne zu den nächsten spontan entstehenden Terminen ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Untergrumbach, bei den Werkstatttagen, zum Kochworkshop oder wann immer Sie Zeit haben. Bis bald!